ist ja schließlich schon im Halbfinale. Er könnte sich schon so ein bisschen schonen. Andererseits will er natürlich auch, dass sein Landsmann Andre Agassi ins Halbfinale einzieht. Für die Amerikaner wäre das natürlich ein riesen Triumph. 3 von 4 im Halbfinale mit Courier, Agassi und Sampras. Das wäre doch was. Aber noch ist es nicht so weit. Nun sieht es für Becker zunächst einmal ganz gut aus, zumindest dieses Match zu gewinnen. Oben rechts sehen Sie eingeblendet den derzeitigen Spielstand. Es haben viele Zuschauer angerufen und gefragt. Ein zusätzlicher Service für uns. Für Sie besser gesagt. Nicht für uns. Und Boris Becker spielt jetzt wie aus einem Guss. Voll durchgezogen, voll getroffen. 3 Spielbälle. Für den Deutschen. Besser geht's nicht. 4-1 Führung. Günter Bosch, ist das die Entscheidung? Aussehen, aber das, was er uns nach dem Spiel gesagt hat, das war doch sehr, sehr deprimierend. Und gegen einen Agassi, gegen den hat er auch im Davis Cup verloren, wird das auch hier sehr, sehr schwierig sein, weil die Amerikaner möchten doch zu dritt im Semifinale sein und nicht nur zu zweit. Da steht er richtig. Zwei, dreimal schon hat Pete Sampras die Überkopfbälle genau auf die Mitte geschlagen und Becker hatte zwei, dreimal ein bisschen Pech, kam ein wenig spät und diesmal steht er richtig oder geht in die richtige Position. Sehr gut antizipiert. Der Ball wird gut gegeben, der Ball auf der Linie. Er scheint schon ein wenig zu resignieren, der Pete Sampras. Während Becker weiterhin 100% spielt, hat die Konzentration so ein wenig nachgelassen beim Amerikaner. Und die insgesamt 8. Breakchance nun für den Weltranglisten-Dritten Boris Becker.
Fantastisch, perfekt gespielt von Boris Becker. Man kann es wohl schon als die Entscheidung bezeichnen. Becker 5-1 Führung, zwei Breaks vor. Aber ärgerlich dieses 6-7, dieser Verlust des zweiten Satzes, der so schwer wiegen kann. Da hier ein Blick in unsere bescheidene Behausung im ersten Stock hier. Es scheint ein kurzer dritter Satz zu werden. Keine 23 Minuten dauert dieser entscheidende dritte Satz. Drei Matchbälle gespielt insgesamt, 2 Stunden und 5 Minuten. Boris Becker siegt in 3 Sätzen, aber nur verhaltener Jubel bei ihm. Und er muss jetzt warten, warten auf den Sieg von Michael Stich gegen Andre Agassi. Denn sonst gibt es die Konstellation, dass 3 Amerikaner ins Semifinale einziehen. Das hat es zuletzt im Übrigen 1982 gegeben, als Gerulaitis, Telcher und John McEnroe in die Runde der letzten 4 einzogen. Der vierte Mann, tja, war damals Ivan Lendl. Nun heißt es also abwarten, Daumen drücken für Michael Stich, dass er für die vielleicht große Überraschung sorgt. Und Boris Becker bedankt sich bei seinen Fans für diesen Sieg, für diese Unterstützung vor allen Dingen, die ihm zuteil wurde hier in der Frankfurter Festhalle. Im Übrigen, das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, dank all den Organisatoren, die hier alles getan haben, um das zu einem Fest werden zu lassen. Perfekte Organisation, perfektes Timing hier in Frankfurt bei der zweiten Ausrichtung dieser ATP-Weltmeisterschaft. Und Sie sehen, Boris Becker bei